Hallo zusammen, Michi ist wieder heute Lahn, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Kistenopening präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Partys in Kisten öffnen und dazu bin ich mal wieder auf meinem Schamanen. Ich bin dementsprechend wieder ein wenig hier in Dietschen am Questen gewesen, um für den Invoker noch so ein paar Waffen zu kriegen. Leider hat zwar jetzt gerade die letzte Quest gebuggt und ich konnte mein Teamlock nicht kriegen, weil die irgendwie glasslocked ist. Aber zumindest konnte ich ein paar Shami-Kisten nebenbei ergattern. Und ja, ich würde sagen, wir machen die auf. Insgesamt will ich wieder 20 Kisten aufmachen. Ich habe wieder zwei Shamis mitgezogen an der Stelle. Mit dem einen habe ich 9 und mit dem anderen haben wir, glaube ich, 11, 12 Kisten. Also die 20 kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Was brauche ich aktuell noch? Nur noch ein Item, Wellenspringer-Handschuhe. Und ich hoffe, dass ich diesmal ein bisschen mehr Glück habe und dass die vielleicht mal dabei sind. Fangen wir mal an. Erste Kiste. Es sind die Schultern drin, die brauchen wir nicht. Zweite Kiste haben wir den Gürtel, den brauchen wir auch nicht. Dann haben wir ein Schild, das brauchen wir auch nicht. Einmal die Wellenspringer-Kappe, den Kopf brauchen wir auch nicht. Kiste Nummer 5 ist eine Waffe, okay. 5 Kisten, 5 mal nix. Nummer 6 ist nochmal ein Schild. Dann haben wir nochmal ein Schild, okay, davon haben wir jetzt schon 3 Stück insgesamt. Dann haben wir einen Ring, den will ich auch nicht haben. Einen Hals, den brauchen wir auch nicht. Dann müsste ich mal rüber switchen. Jetzt haben wir 9 Kisten aufgemacht. Hier auf meinem anderen Shami habe ich auch nochmal ein paar. Und zwar fangen wir hier unten an. Nummer 10 haben wir eine Faustwaffe. Wobei, die kann ich wahrscheinlich dann gleich schon mal anlegen, weil die Items sind ja mittlerweile vom Item-Level relativ hoch. Die kann ich tatsächlich auch brauchen. Dann haben wir einen Umhang. So, ich will jetzt hier aus dem Ding am besten nochmal eine Waffe rauskriegen, dass ich 2 habe. Aber vor allem halt die Handschuhe, ne? Die werden jetzt ganz wichtig. Eine Hose, die brauchen wir nicht. Nochmal eine Hose, die will ich auch nicht haben. Da haben wir die zweite Waffe. Ich hoffe, ich kann die zweimal anlegen. Geht nicht, oder wie? Doch, das geht, okay. Nochmal eine Waffe. Okay, jetzt haben wir noch 5 Kisten. Komm, bitte gib mir einfach die Handschuhe. Ein Hals. Nochmal eine Waffe. Die letzten 3 Kisten. Jetzt kommt der Final Countdown hier. Oh nein, ich habe danach nichts mehr, was ich noch questen muss für irgendwas. Also sprich, danach müsste ich dann nur noch losziehen, um für die Kisten quasi los, hier questen, um noch mehr Kisten zu kriegen. Das würde ich ungern machen. Ich schlage immer gern mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ein Ring. 2 Kisten haben wir noch. Komm, bitte. Eine Waffe, letzte Kiste. Oh boy, noch eine Waffe. Uff, ich weiß jetzt nicht, wie viele Shami-Kisten ich jetzt schon aufgemacht habe. Aber es sind einfach unendlich viele. Jetzt so oft schon 20 Kisten aufgemacht mit nichts drin und wieder nichts drin. Ja gut, eine habe ich hier oben noch. Die werden wir dann das nächste Mal noch angehen. Und ja, dann ist leider hier schon wieder eine Nullnummer. Wobei, kommen die machen jetzt noch auf. Auch eine Waffe. Dann haben wir jetzt 21. Aber ich dachte mir, vielleicht ist es da drin. Nee, ich kann nochmal 20 farmen. Sad life, ich sag's euch. Heißt, ich darf jetzt dann nochmal irgendwo mit ein paar Schamanen questen. Ich glaube, ich habe auf der Hordenseite sogar auf 3 Accounts jeweils einen Schamanen. Dann werde ich vielleicht da nochmal ein bisschen mir die ein oder anderen Quests raussuchen. Und ja, sobald ich wieder 20 Kisten habe, werde ich mich wieder melden. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.